Das war's jetzt. Wir wussten zwar schon vorher, wer das ist, dank diesen einen Typen. Kleine schmutzige Ratte. Niemand gesehen. Hallo. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer sie sind. Vielleicht sollte ich ihnen einen Drink holen. Einen Drink? Sonst noch etwas? Ich bin hier, um ihr Leben zu retten. Vielleicht können wir uns im Musikerzimmer unterhalten. Ohne Aufsicht? Nur wenn sie versprechen, sich zu benehmen. Wir gehen ins Musikzimmer. Dort steht ein vorzügliches Cembalo. Können Sie spielen? Die Lage hat sich so sehr verbessert, seit die Ratten hier sind. Nicht, dass ich das moralisch vertreten würde. Wir haben uns jetzt im Gästebuch eingetragen als Corvo Artano. Was eigentlich eine dumme Idee ist, aber hey, wir tun's. Wir sind so dreist. Miss White. Das ist eine skandalöse Maske, aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würde ich mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Unterhalten Sie mich. Warte, ich kann Miss White jetzt echt ein Getränk holen? Rein. Ich finde sie interessant. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ich glaube, beim ersten Durchlauf habe ich auch mit ihr gesprochen. Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Außerdem trägt Lydia rot. Ja, dann ist die letzte halt weiß. Lydia trägt heute Abend rot. Welles tritt heute Abend schwarz, dann ist die letzte halt weiß. Ich habe ihr gesagt, dass sie gesendet sind. Hey! Falsche Richtung, Perle. Sie wissen noch, wer ist, oder? Guten Abend. So. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier unten hätte hingedurft. Da unten ist das Boot im Keller. Schalter erforderlich. Die
Die Rattenarmeen, die hier rumlaufen, gefallen mir gerade überhaupt nicht. So, der da unten will ja die Lady haben. Oh, ich bin jetzt gerade voll wieder. Statue hier erschrocken. Damit hätten wir unsere Rune. Und haben nochmal einen ordentlichen Schatz abgegriffen. So, dann holen wir jetzt Lady Ball und bringen ihn zu dem Typen da unten. So, herkommen. Und jetzt zu dir. Wo ist sie? Schnell, bringen Sie sie her. Hier, bitteschön. Oh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ihn jetzt einfach hier zu geben. Ja, du hast sie doch. Ja, du hast sie doch jetzt. Es buggt das wieder, oder was? Ich glaube ja nicht, dass das so geplant ist. Es kann jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt wieder buggt. Er hat ja gesagt, er will Lydia. Ich will sie jetzt nicht umbringen, nur weil das Spiel am Buggen ist. Ich hab Lydia doch hier. Ihr habt sie gefunden? Schnell, an Bord mit ihr. Wow. Auf einmal. Endlich. Oh, meine Geliebte. Eines Tages wirst du verstehen. Sie wissen gar nicht, wie froh sie mich gemacht haben. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Dafür hat sie ja ihr ganzes Leben lang Zeit. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Ja. Ich glaube, der Tod wäre wirklich die schönere Alternative gewesen. Für sie. Schade. So, wir können gehen. Die anderen brauchen wir nicht. Und dann hätten wir hier halt auch schon alles. Hier waren wir ja auch schon mal. Da standen wir auf der anderen Seite dieses Tores hier. Ja, gut, dass er sich da irgendwo versteckt und ich jetzt hier unter Belagerung stehe. Fick dich!
hier sind überall Fische. Nervt überhaupt nicht, diese Kackviecher. Streichst du mich gerade direkt an? Ich habe so langsam echt das Gefühl, die wollen mich verarschen. Außerdem ist das kein großes Geheimnis, dass ich hier bin. Ich habe mich immerhin auch im Gästebuch eingetragen. Nett wie ich bin. Hallo. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Ja, gehen wir. Oh, ich glaube, beim letzten Mal habe ich sogar alle drei davon getötet. Wir haben alles sogar wieder gefunden. Sehr schön. Also auch wieder die Gemälde. Das mag ich. Das mag ich sehr. Und auch wieder schön den Chaosfaktor niedrig gehalten. Wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Sollte er auch. Mit ihnen habe ich nämlich eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Diesen kleinen Bastard. Without Lady Boyd's support the lady regains control that is crumbling. The time has arrived to take the final steps. What? Warum ist das Englisch? Lord Pendleton. So, mein kleiner Hurensohn vom Freund. Ich hoffe, Sie haben die Gastfreundschaft geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boyle war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Also. Ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier, bitte. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Und würden Sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Wow, eine Rune. Bürger von Dunbar. Aufgrund einer noch andauernden Untersuchung ist der Zugang zu den Straßen um das Boyle-Anwesen verboten. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Du sollst mir erstmal was verkaufen. Ach, halt's Maul und verkauf mir einfach. Erstmal wieder ein paar Bolzen. Da fehlt mir nur eine von, brauche ich nicht unbedingt. Die Sache ist nämlich, wie weiter wir im Spiel voranschreiten, umso sicherer kommt demnächst die Lumpengräfin-Mission. Oder war es die Lumpen? Ich weiß gerade nicht mehr, welche ist hundertprozentig. Auf jeden Fall war es sehr anstrengend. So, wir haben im Zimmer auch wieder eine neue Rune.
anonyme Notiz. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde. Jedenfalls wir Beulschwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan, also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einem meiner verschwiegenen Diener zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Bögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Ah, von einer Beulschwester. Hätte ich dann noch eine Rune bekommen. Okay. So, wir nehmen das jetzt rein. Ich glaube Beherrschung, ne, Nachtsicht erlaubt das Sehen im Dunkeln, das Sehen von Lebewesen einschließlich ihre Sichtfelder durch Wände hindurch, macht selbstverursachte Geräusche sichtbar, macht auch nützliche Gegenstände durch, ja gut, dann holen wir uns erst den. Und dann können wir uns noch Beherrschung holen. Der Rest ist halt eigentlich nicht wichtig. Akrobat. Etwas schneller klettern wäre auch cool. Nehmen wir das raus, packen wir Akrobat rein. So, dann soll ich zu Havelock. Der irgendwo hier auf dieser Etage ist. Die natürlich keine Tür hat. So, hier einmal wieder hoch. Hallöchen, Havelock. Convoy, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach. Aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunmore Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit ihnen gehen. Ja. Sie sind weit gekommen. Corvo, wir sind fast am Ziel. Die Stimme der Pendleton. Hätte ich doch nur einen Teil ihrer Fähigkeiten. Ich hatte sie vor vielen Jahren. So, wie ihr gehört habt, Leute, es geht jetzt zum Meisterspion in der Theorie. Was ich mit in der Theorie meine, ist, dass ich den Livestream jetzt hier beenden werde und für euch natürlich dann gleichzeitig auch die Aufnahme. Aber als nächstes werden wir dann dem Meisterspion wohl Hallo sagen, aber ich will jetzt vorher noch kurz was anderes machen. Und zwar dürft ihr jetzt hier eigentlich Emily sein. Ja, sage ich ihr, aber du musst trotzdem lernen. Als Kaiserin hast du richtige Lehrer, einen für jedes Fach. Und viele Diener. Wird sie Spione haben? Ja, antworte ich. Ich denke schon. Und Ratgeber? Ja, du wirst sie kaum sehen können. Sie will einen Konditor. Nun sage ich ihr, du wirst eine ganze Küche mit einer Armee von Köchen bekommen. Und natürlich fragt sie, ob sie jeden Tag Kuchen haben kann.
Wenn du willst, meine junge Kaiserin. Und dann kichert sie immer. Manchmal wird sie sehr traurig, wenn sie sich erinnert. Sie denkt an ihre Mutter. Es ist ein halbes Jahr her. Und Emily scheint tapfer, doch manchmal höre ich sie weinen. Hallo, ich heiße Callista. Ich bin Emilys Lehrerin und das ist mein Lehrplan. Langweiliges Rechnen, langweilige Geschichte, langweilige Geografie, langweilig, 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 sieben Gebote. Warum können wir nichts über den Schwertkampf lernen? Über das Segeln, über Monster? Ach ja. Ich glaube, an diesen Nachrichten wird man jetzt auch hören, welchen Weg man eingeschlagen hat. Und ich glaube, man erkennt es auch an den Bildern. Ich meine, sie würde sonst so mordlustigen Bilder von mir zeichnen. Aber wo ist Emily? Ey, jetzt mal ganz im Ernst, wo ist sie? Menschen sind doch alles so groß. Bürger von Dunwall. Verdächtige Lichter oder Geräusche aus evakuierten Gebäuden müssen sofort der Stadtwache gemeldet werden. Bist du nicht Callista? Ja. Koro? Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Es ist Zeit für den Unterricht. Ah. Hallochen, Julian. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wir suchen jetzt nochmal eben Emily. Wo auch immer sie sich verstecken möge. Waverly. Eine tragische Geschichte. Maskierter Mann. Diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket. Achso, hier hätte ich jetzt den Hinweis bekommen, dass ich da oben eine Rune habe. Warum steht hier so ein Ding? Ich schreibe ein Stück Geschichte. Samuel wohnt hier. Steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Und ich, alter Seemann, spiele dabei eine Rolle. Ich bezweifle, dass sich jemand erinnert, die ehrwürdigen Männer, die das hier vollbracht haben, sind die wahren Helden. Und das quirlige junge Mädchen, das ihre Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter so gut versteckt. Aber vielleicht wird jemand sich diese Aufzeichnung tatsächlich anhören. Und dann weiß er, dass ein bescheidener Seemann namens Samuel bei all dem dabei war. Wenn ich ja Emily wäre, würde ich mich in Corvos Quartier verstecken. Vor allem, da ich ihr ja erlaubt habe, da zu bleiben. Allerdings sehe ich hier keinen Menschen. Doch, da hinten, das ist Emily wahrscheinlich. Hallöchen, Emily. Psst. Sei leise. Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Ja, das glaube ich nicht so. Wir haben das doch aufgespielt, oder nicht? Weiß nicht, warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich habe es als Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber dann hatte ich Albträume. Ich schenke es dir. Nimm ruhig. So, Hausaufgaben. Verstecken wird langsam langweilig. Brav, so kleine Emily. So, dann gehen wir mal noch mal kurz mit.
schauen wir doch mal, ob Kalista uns jetzt auch noch was Gutes zu sagen hat. Was sind die Hauptinseln des Kaiserreichs? Sakonos, Gristle, Tuvia und Marley. Und welche ist die größte? Gristle. Und die ist auch die beste. Wie funktioniert Walöl? Das ist eine Fangfrage. Das weiß keiner. Nicht einmal Piero. Entschuldigen Sie, Corvo. Aber ich fürchte, Sie lenken das Mädchen zu sehr ab. Ja, ich bin ja schon weg. So. Dann werde ich die nächste Aufnahme wohl hier beginnen. Für die nächste Mission, den Lordregenten zu töten. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream wieder. Bis dahin. Ciao.